Also, wer wie Andreas Babler Kruzifixe verbrennen möchte, den Marxismus als Grundlage seiner politischen Ideologie sieht, der ja in Wahrheit die Enteignung von Menschen bedeutet hat, auf Basis des Marxismus Millionen von Menschen gestorben sind, unter Lenin und der Stalin bis heute, unter der KP China, das als Politik der Mitte verurteilt, der hat entweder tatsächlich einen Hitzeschaden, ist ein Vollidiot, oder sein eigener politischer Kompass ist so verschroben, was dadurch erklärlich ist, dass alles, was er nicht vertritt, automatisch rechts bis rechtsextrem ist. Gut, also wir sehen anhand von Dr. Bornmena genau, ja, was derzeit in unserer Gesellschaft... Aber ich würde gerne... Was in unserer Gesellschaft derzeit passiert, es passiert Folgendes. Manche selbsternannte Meinungsbildner verschieben den politischen Kompass so, dass alles, was als Standpunkt der politischen Mitte, und das hat Michael Leitner gemeint, einst in der politischen Mitte verortet wurde, von solchen Typen wie Bornmena als rechts bis rechtsextrem verschoben.